Moin Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde PUBG aufnehmen. Mit Dodo, Snappy und mir und dem Ösi. Ja, Grafikfehler. Hallo, Grafikfehler. Das ist doch nicht mein Problem. Du musst jetzt auf der schweben. Damit musst du jetzt leben. Ja, aber nur im Helikopter. Zwei sind schon raus. Das ist normal. In Österreich ist sowas ganz Standard. Alle geistig verwirrt hier, ich sag's euch. Hey, also ich glaube nicht, dass du nur mich beleidigst, mein Freund. Pass auf deine Wörter. Doch, ich bezeichne nur in dem Sinne dich. Schiebung, Schiebung. Weißt du, was ich gerade gefunden habe für dich? Für mich kannst du sehr vieles finden, aber für dich kannst du kein Leben finden. Ah! Ich habe einen Raketenwerfer gefunden. Oh Gott, geh weg. Oh Gott, geh weg. Dodo, ich könnte einen größeren Rucksack gebrauchen. Dodo will sich Drop holen. Ich bräuchte erstmal einen Rucksack. Hä? Ich habe einen Rucksack. Ah, hier ist ein Rucksack. Er hat einen Rucksack. Hey, hey, er hat einen Rucksack. Wow. Er ist cool, wow. Weißt du? Wow. Ich hab einen Dreier-Rucksack. Boah, nur die coolen sitzen hinten. Hey, dieses Doppelklick geht auch nicht mehr. Was zum Fick? Richtig übel, Alter. Ich meine, eine positive Sache hat's, Alter. Ich muss nie wieder wegen meiner Weisheitszähne irgendwelche Probleme haben. Das ist wahr, ja. Vor allem, ey, Alter, der ist ja da so mit so einer Zange rangegangen, ne? Der hat da dran rumgerüttelt. Alter, Digga, zwischendurch hat es so geknackt, ich dachte, der bricht mir den Kiefer. Ja, dachte ich auch erst am Anfang. Oh. Ich hatte Vollnarkose, das war das. Ich habe in meinem Leben nie Drogen genommen. Das ist eins der wenigen Sachen, die ich sofort wieder nehmen würde. Ich hatte immer lokal. Ja. Vor allem, das Schlimme war halt, musst du dir vorstellen, ich hab dann, nachdem der fertig war, habe ich auf einmal Kreislaufprobleme gekriegt. Ich bin fast abgeklappt so. Wegen so viel Druck im Kopf, wegen so viel Schmerzen. Nee, weil der hat mir. Also, wenn ihr weiter darüber erzählt, würde ich mir die Dinger niemals rausmachen lassen. Also, der hat mir das halt auch erklärt so. Das ist halt bei den meisten Leuten so, weil du ganze Zeit unter Adrenalin stehst, weißt du. Und wenn es vorbei ist, dann fällt diese Anspannung. Und dadurch sackt dein Blutdruck ab. Aber Dodo, wenn du dir das wegmachen lassen willst, mach's mit Vollnarkose. Habe ich auch gemacht. Ich sag dir so, wie es ist. Ich bin nur mal einmal am Kiefer operiert worden, weil ein Zahn in den Kiefer gewachsen ist, ja. Daher kommen sie eigentlich. Ich wollte gerade sagen, da sollen sie eigentlich rein. Ja, also der ist nicht geradeaus halt, runter, ne? Sondern der ist schräg hoch. Ja, genau, und so war das mit meinem unteren rechten Weisheitszahn. Ja, das war ja kein Weisheitszahn, das war irgendein seitlicher Zahn, weißt du? Was ich dir sagen kann, Digga, lass dir die Scheiße trotzdem auf jeden Fall. Darf ich jetzt kurz was fragen? Auf jeden Fall rausholen, Alter. Fuck. Gut. Wo er sagt, selbst für Klasse, sind jetzt gerade alle stehen geblieben auf einmal? Ja. Wahrscheinlich, ja. Also, ich bin weitergelaufen. Nee, aber auf jeden Fall, Dodo, wenn du Probleme hast mit dem Weisheitszahn, Digga, hol dir die raus, Alter, lass dir die raus. Nee, ich hab damit keine Probleme. Ja, wenn du jetzt noch keine Probleme hast, sei froh, Digga, ey. Ja, du kaufst unterschiedlich dieses Moment. Bei meiner ganzen Familie hat noch nie einer Probleme mit dem Weisheitszahn gehabt. Brav putzen, oder? Digga, ihr Bastarde, Alter, ihr seid so vom Glück gepachtet, ne? Die sind immer brav, brav und Zähne putzen. Allesamt, die komplette Familie, ich kenn sie alle. Ja, du Wichser. Ich hab auch kein Problem mit meinen Zähnen. Einer dümmer als der andere, die vergessen sogar manchmal das Atmen, deswegen fallen sie einfach mal um. Ja, jetzt stimmt, gerne nennt sich. Es ist eine Tatsache, ich meine, einer steckt einen Immo-Schlüssel in die Steckdose, ne? Boah, da war er drei. Digga, ja, und ihr solltet auf ihn aufpassen, es war eure Schuld. Also ich hatte damals schon schwerwiegende Probleme. natürlich nicht bewusst. Oder ich hab mich, kennst du so ätherische Massageöle für Erwachsene? Lecker. Ja, die brennen ziemlich gut. Ja. Ich hab mich mit so'n Zeug eingeölt. Ja. Also. Dekra. Daneben. In zwei Sekunden, ja. Ich wollte dich nicht treffen. Ich wollte dir nur ein bisschen Angst machen. Ich muss mal ganz kurz mal das Maul halten. Ich muss mich mal ganz kurz zurückhalten. Damit du auch merkst, dass hier noch andere Leute auf der Map laufen. Seid ihr jetzt alle drei da hinten in der Nähe von dem Helikopter? Nein. Ich weiß nicht mal, wo der Helikopter ist. Die schließen sich jetzt alle zusammen und verfolgen dich mit einer Bratwurst. Ja, eben hieß es, kack dich nicht ins Hemd, das war nur der Helikopter. Ja, den hört man doch über die halbe Karte, Junge. Nee, ich höre sie nicht über die halbe Karte. Ich höre sie auch nicht. Oh Gott, ja. Dodo, verpiss dich. Dodo, verpiss dich. Was denn? Verpiss dich, wenn ich es nicht höre und du auch nicht, dann verpiss dich bitte. Snappy, wo bist denn du hingelaufen? Das werde ich dir doch nicht sagen. Warum denn nicht? Wird schon persönliche Gründe haben, oder? Übrigens muss ich sagen, Snappy Scum bockt mir mehr als Daisy, ne? Ja. Ja, ich finde das viel geiler.
Lecker, wir wollen demnächst wieder eine Arma-Story aufnehmen, ne? Kann ich machen, wenn ich dann auf jeden Fall wieder richtig reden kann. Dann ja, ich wir müssen erstmal Map aufbauen und einen Plan schreiben. Aber ich bin dabei, kein Ding. Okay, also können wir dich so in Richtung verrückt und so weiter einstufen? Ja, ja, Digga, wenn ich ja so oder so. Psychologisches Gutachten kann ich dir vorlegen. Frank Snappy, Digga, das erste, was mit dem Scum passiert ist, Alter, erstmal voll gepisst. Weil ich, ja. weil ich nicht wusste, wie ich pissen muss, Digga, Blase übergelaufen. Ja, moin, Alter. Wenn ich ehrlich bin, ich. So mit den Backenzähnen und. Oh, er leckt wieder. Und der hat früher schon so ein Leckproblem. Siehst du ihn auch? Was? Siehst du ihn auch? Wen? Den Helikopter? Den Helifloppter. Vielleicht? Nee, Dennis, was wolltest du sagen mit Backenzähne? Mit deinen Backenzähnen ist gerade so. Wäre es so geil jetzt gerade so. Red mal lauter, Dennis, der Helikopter ist laut. Also ich verstehe ihn. Ja, du hast ja auch keinen Helikopter bei dir. Bruder, dafür habe ich Kopfschmerzen, als wenn mir ein Helikopter im Schädel rumbrummt. Hast du keine 800er Ibu gekriegt? Ich darf keine Ibuprofen nehmen, wegen meinen Antidepressiva. Wenn ich die Ibuprofen zu meinen Antidepressiva nehme, kann ich Magenblutungen kriegen. Eieieiei. Also hast du nichts gekonnt? Nichts bekommen? Nee, die einzigen Schmerzmittel, die ich wirklich nehmen darf, mit meinen Antidepressiva, ist dieses Novamin-Sulfon. Aber nein! Aber das Scheißzeug hilft nicht wirklich. Okay. Digga, ich hab nichts gehört. Nichts. Gern geschehen. Mann, wie low warst du? Hab dich richtig gut getroffen, oder? Nee, ging voll fit. Ging voll fit. Halt's Maul, ich hab da so viele Blutspritzer gesehen. Ach, Mann, ich hab nichts gehört. Fick dich! Ja, du mich auch. Ja, ging voll, Alter. Ich kann euch nicht mal zugucken, das ist scheiße. Du bist scheiße. Ich hab dich gerade noch im letzten Moment noch gehört, wo ihr gestartet habt. Ah, ich muss gerade erstmal husten, Alter. Ne, daneben. Das war auch nicht mal meilenweit entfernt. Zum Aufhören auf mich zu ballern. Was frisst du da? Achso, scheiße, nee. Das ist meine Frau, mein Sohn, der mit Feuchtigkeit spielt. Ikra, bist du bei der nächsten Landparty dabei? Muss ich gucken, wie ich das finanziell gestützt kriege, aber wenn es mir möglich ist, bin ich gern dabei. Okay, was denn, hau ich dann nur restliche 10 raus? Hä? Achso, du willst mir denn die restlichen 10 raushauen? Ja. Ist kein Problem, Dicker, bis dahin bin ich fit und dann können wir gerne mal in den Boxring gehen oder so. Also wirklich, auf freundschaftlich, wirklich, ich hab da kein Problem mit. Dekra? Ja? Was ist los? Klappe bitte. Das ist jetzt ein Problem. Ne. Ne. Nö. Dann mit den Liebsten. Hm.
Bisschen Spaß muss sein. Die Zone kommt. Steht eigentlich schon fest, wann das nächste Clan-Treffen ist? Ja, ja, nächstes Jahr im Mai. Mhm. Ja. April. April meine ich, sorry. Bis dahin habe ich genug Zeit zu sparen. Ja. Du brauchst ja nicht so viel. Na, wie viel waren das? 200 Euro. 200 Euro? So viel? Ja. Nee, oder? Nee. Schatten sind schon geil. Hast du ja, die Pfanne ne? gesehen? Ja, deswegen sage ich ja die ganze Zeit, nee. Ja, ja, ja. Nee. Schatten sind schon geil in dem Game. Mein Gott, oder? Alter. Nee. Und da ist wieder der Schatten. Ist so gut. Ja, ist ein bisschen kacke für mich halt. Was soll ich machen dagegen? Was er soll ist ich machen? Toll. Er hat halt die bessere Position als ich. Er hat nicht die beste Junge. Position, er hat einfach Glück gehabt mit dem Schatten gerade. Nein, er hatte trotzdem bessere Position. Weil er die Zone bei sich hatte. Den Dennis auch mal wieder entmuten. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat keinen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hat keinen Tschüssi. Spaß.